Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute ist sie im Auftrag des Königs in noch in Varant. Wir sind dabei, beziehungsweise ich und Roland, also wir sind dabei, zur Quellhöhle zu gelangen. Ja, dann gucken wir doch mal, wo wir uns jetzt genau befinden. Ich habe da schon mal vorbereitet, das Teil von Datmor, gucken wir drauf. Ein bisschen schwierig zu sehen, aber rechts unten, da ist der Pass. Und wenn man so ein bisschen schräg so, ne, so, ich mache das jetzt mal spiegelverkehrt, damit ihr es auf der Karte sehen könnt. Da bei der Ruinenburg unten, da ist mein Pfeil, da ist meine Position und das ist diese Spitze, wo auch dieser Schatz, diese Quellhöhle ist. Die Schatz zur Quellhöhle. Jetzt passt mal auf, ich habe was entdeckt und zwar während des Ladevorgangs. Ist das ein Ach, ich dachte, das wäre ein Schalter. Das sah eben gerade eben so aus dem Winkel aus, als wäre das ein Schalter hier da oben. Ne, und zwar... Ne, dachte ich mir, oh, so hochgelegenen Schalter. Wäre natürlich auch keine schlechte Idee, wenn man mit Pfeil und Bogen einfach da drauf knallen könnte und damit etwas auslösen kann. Aber ich werde mich zum Pass begeben, denn ich glaube, das wäre, also wäre ganz hier oben drüber, das wäre wohl die, erstmal die kürzere Version. So, und was ich hoffe ist, ich habe nämlich ein neues Renderprogramm, also ein neues OBS-Studio, eine neue Version, die aktuellste Version. Da musste ich mich ein bisschen einfuchsen, hatte anfangs ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, das einzurichten und ich hoffe, dass es keine Aussetzer gibt, sowohl tonmäßig als auch bildmäßig. Ich kann für nichts garantieren, drückt mir die Daumen, dass wir hier durchkommen und ich werde mich jetzt mal zum Pass begeben, beziehungsweise zu diesem Steinmenschen, zu dieser Höhle, wo Taris gesagt hat, jo, da warst du doch schon mal, da musst du raus. Okay, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir hier runterkommen. Okay, lalalala, das wäre die falsche Seite. Also wir müssen also irgendwie hier runterkommen, so wie das aussieht. Okay, ich werde mich dann da mal hinuntergraxeln. Ja, genau, richtig. Und dann melde ich mich wieder. Von hier oben bin ich gekommen, über die Brücke gegangen, bin hier runter. Und sehe von Weitem da, was hockt denn da? Ach ja. Hä? Ich glaube, da war ich schon. Oder? Wir werden sehen. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Hä? Jetzt bin ich aber ein bisschen... Perplex, ich habe eine Höhle gesucht. Okay, ich speichere mal ab. Ist doch logisch, die Quest heißt ja Schatz über der Quellhöhle. Bitte das Logbuch einstellen unter erfüllte Mission. Schatzsuche über Quellhöhle, ist doch logisch. Also, ich habe den Schatz gefunden. Also, haben wir das gefunden. Was haben wir denn eigentlich erhalten? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Irgendwas Besonderes, wie viel Gold? 2450, gut, okay, werde ich später analysieren. Ach so, habe ich noch gar nicht aufgelesen, meine Herren. Mittlerer Lederbeutel, großer Lederbeutel, seht ihr, so durcheinander bin ich. Ja, es liegt auch daran, weil immer wenn ich abspeichere, dauert das so fast 2 Minuten. Warum? Manchmal geht es schneller, manchmal dauert es länger. Warum das so ist, weiß ich nicht. Dann gucken wir doch mal unter Verschiedenes. Das werden bestimmt hier die... Lederbeutel sei hier irgendwo, ne? Auf jeden Fall gibt es hier Lederbeutel. Kraut, Filztabak, Honig, doppelter Apfel. Wo ist der Schatz? Ne? Jawohl, hier ein Lederbeutel. 10 Goldbrocken. Weiß das nicht, ob das jetzt zum Schatz gehört oder ob das etwas ist, was ich gar nicht ausgepackt habe. Ich habe hier noch alte Steintafeln. Wieso habe ich die noch nicht gelesen? Die Kaste der Krieger hatte den Zorn unseres Gottes heraufbeschworen. Radimes, der Nachfolger Quatruns, wurde gebannt. Aber seine böse Macht erreichte uns selbst vor dem Ort seiner Verbannung noch. Wir waren machtlos dagegen. Adanos Zorn hat Jakendar getroffen. Wieso habe ich die alle noch... Okay, sind wahrscheinlich alles die gleichen. Okay, das nur als Info. Jetzt gehen wir aber mal in die Quellhöhle rein, beziehungsweise da, wo der People davor steht, dieser Steinpeople vom alten Volk. Jetzt muss ich mal gucken, kommen wir hier eigentlich runter? Gunther, hilf mir bitte mal runter. Schwuppdiwupp.
Die Space Invaders. Was ist das? Das göttliche Artefakt. Das göttliche Artefakt. Dreimal das göttliche Artefakt. Da scrollt es runter. Warum dem so ist, weiß ich nicht. Ist das jetzt hier die Supergeschichte? Oder was? Oder wie? Es ist eine Folge heute. Sorry, das göttliche Artefakt. Gucken wir nochmal rein. Hier steht's ja, das göttliche Artefakt. Ich habe die Quellhöhle gefunden, die sich in der Nähe des Nomadenlagers befindet. Aha. Vielleicht kann ich dort Näheres über den Zugang zum Tempel von Tatmo in Erfahrung bringen. Also Mercurius fragen. Erstmal und dann dahin gehen. Aber ich komme doch hier. Ich bin direkt da drüber. Was mache ich jetzt? Ach, ich mache das ganz easy und einfach. Ich hole mir jetzt nämlich meinen Blutfliegen-Verwandlungsspruch. Ist doch wohl logisch. Da ist er schon. Supp, supp, supp. Und Blutfliege. What the hell? Also die Folge hat es jetzt echt in sich. Ich habe keine Ahnung, wie das kommt, Leute. Bin ich jetzt als Blutfliege verwandelt? Tatsache, wow. Kann ich nichts für? Sorry. Beabsichtigt oder nicht beabsichtigt? Das ist die große Frage. Ja, wunderbar. So, und da hinten schon mal ganz fiese Peoples da, so wie das aussieht. Jetzt gucke ich mal aufs Nomadenlager. Nomaden. In der Nähe des Nomadenlagers. Okay, ja, das ist ganz gut und schön, nur weiß ich nicht. Die sind da ganz links im Westen. Okay, da könnte man also von da aus auch wieder hingelangen. Ich glaube, hier auf diese Seite rum. Große Frage, soll ich jetzt hier die Leute alle umnatzen oder... Warum habe ich jetzt einen Zweihänder an? Oder das beste Teil? Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich sollte doch einfach mal, weil ich ja jetzt auch Zweihänder-Fähigkeit habe, hier zum Beispiel ihn hier, das Krummschwert. Ich werde es mal eben mal testen, wie schnell ich damit bin. Oh, da bin ich auch sehr... I don't know. Ah, ja. Also das ist der... ist echt der Hammer. Wie schon gesagt, keine Ahnung, wie das alles kommt. Ich mache Folgendes. Ich werde hier an der Stelle abspeichern, das Spiel nochmal neu starten und vielleicht ist dann kein Fehler mehr. Ja, da sind wir wieder. Gut, okay. Also da sind eine ganze Menge von Peoples, die da stehen. Skelettschützen. Oh Gott, auch noch Fernkämpfer. Das heißt... Also, gucken wir mal unsere Magie an. Wie wir als da hätten wir Eiswelle. Dann hatten wir noch irgendwie, glaube ich, Feuerring so ein bisschen hier. Boah, nehmen wir den mal. Dann gucken wir mal, ob wir da irgendwie was machen können. So, haben wir da genug? Ja, das müsste klappen. So, und dann auf sie. Alter. Oh, da liegt ein Toten. Okay. Einige sind jetzt... Ja, jetzt geht wieder das göttliche Artefakt los. Warum bin ich jetzt gesprungen? Weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Da kommt dieser Dämon hier. Und dann... Sorry. Da sind hier... Dinge gleichzeitig gelaufen. Hä? Probiere ich es nochmal mit Feuerregen. Ich habe so einen lustigen Massensterbenspruch. Todeswelle oder wie das heißt. Oh, da ist ja schon einer, der mich hier bedrängt. Nein! So, okay, der ist da. Das heißt, wir werden jetzt mal den Feuerregen auslösen. Okay. Der jagt mich noch. Ich bin noch gut im Futter. Wow. Rostige zwei Hände, Pfeile und ein Knochen. Also hat das gut geklappt. Mit dem Feuerregen, wo ich jetzt noch drei habe.
Jetzt fangen wir mal an zu looten. Ich bin jetzt ein bisschen erschrocken. Warum? Weil so viele Sachen rumliegen. Könnte ja eigentlich auch den Quick Loot. Aber ich weiß nicht, ob es auf dem Spiel irgendwelche negativen Auswirkungen hat. Also ihr kennt das wahrscheinlich. Quick Loot VDF. Für Ninja. Es gibt auch Union. Aber ich habe jetzt mal Ninja hier auch das mit dem mit der Inventarselektierung gemacht. Und nicht zu holen. Jetzt liegt ein Toter. Und Quick Loot. Vielleicht hat er eine Erfahrung gemacht. Wäre cool, das mir zu berichten. Jetzt sind wir in der Quellhöhle und wir sehen, hier haben wir einen Teleport. Oh, ein Teleport. Ein Teleporter. So, und jetzt geht das wieder los mit das göttliche Artefakt. Ich schätze mal, dass es ein Buggy ist. Ein Bug. Muss aber nicht. Wahrscheinlich an irgendeiner Stelle wird das mal wieder ausgelöst. Gucken wir mal hier. Als ich nämlich ein Stockwerk oben drüber war, genau richtig hier, da fing das nämlich an. Okay, das sollen wir erstmal beiseite schieben. Jetzt geh mal weg da. Oder runter scrollen. Hier ist noch ein Nomade, der hat auch ein bisschen was zum Looten. Dann wird es lustig. Jetzt bin ich gespannt. Gucken wir nochmal auf unsere Potenz. 248 Magiewissen. Gepriesen sei Adanos, unser Herr und Schützer über alles Leben. Oh, wie furchtbar sind die Zeiten, wo das Erbe Adanos entweiht wird. Tempel werden geschändet, ihrer Schätze beraubt und die Diener Beliars versuchen frevelhaft in das Allerheiligste zu dringen und das göttliche Artefakt zu stehlen. Und daher wurde der Zugang zum Tempel von Tadmor für alle Zeiten verschlossen. Aha, nur über den Teleportstein in dieser Höhle kann man noch in das Innere des Tempels gelangen. Ach ja, aber nur wer das Grab und seine Auferstandenen nicht fürchtet, kann den Fokus hierzu finden. Doch wehe dem Unberufenen, der den Tempel betritt. Unheil erwartet ihn. Gemein, gemein. So, nur wer den Fokus findet. So, habe ich einen Fokus eben aufgelesen? Ich weiß es nicht, vielleicht liegt der Fokus hier noch rum. Ich speichere mal ab und gucke, ob ich schon aus Versehen den Fokus habe. Ja, dann hätten wir die Quellhöhle auch abgeschlossen. Aber es soll ja noch irgendwo einen Fokus geben. Geht's hier irgendwo rein? Gibt's hier Untiefen? Was für ein Zeug? Hoher Rubinbrocken. Ah ja, okay. Da war ja noch was. Gletscherquarz, Bergkristall, Gletscherquarz, Bergkristall, auch gut. Oh, so viel Zeug hier. So viele Kristalle hier im See. Mhm. Oh, da kann man ja. Ja, deswegen frage ich euch: Nutzt es was, Quick Loot mit zu. In den Data-Ordner mit hineinzubringen? Okay, haben wir jetzt alles? Ich glaube, ja. Okay, kann ja sein, dass dieser Fokus hier noch mit drin ist, aber sicherheitshalber nochmal gucken. Nein, haben wir nicht. So, und dann gucken wir uns nochmal hier alles genau an, zum Beispiel hinter der Statue. Liegt da was? Nein, auch nicht. So, aber hier ist zum Beispiel ein Ablagesockel für den Fokus. Womit denn? Genau, weil ich den nicht habe. Logo Elektriko. So, jetzt haben wir das wieder. Dann werde ich mal abspeichern. So, da am Pult haben wir die näheren Erfahrungen über die Tempelhöhle, über den Zugang in Erfahrung bringen können. Das heißt also, einen Fokus suchen. Wo ist der Fokus? Vielleicht sollte ich doch mal Richtung Nomaden gehen. Vielleicht weiß Mercurius eventuell mehr Bescheid. Kann ja sein. Ich weiß es nicht. Und dann brauche ich noch, aber das werde ich später erwähnen, irgendwelche Steine, über die ich klettern muss, um in nochmal unbewohntes Gebiet oder für mich ein neues Gebiet zu erkunden, was ja Alain vorgeschlagen hat. Okay, da geht es hoch. Ja, das wusste ich nochmal. Okay, ich schalte mich wieder ein.
Angekommen bei den Nomaden. Gibt es hier eine Werkbank? Ich möchte doch mal ganz gerne noch meine Rüstung verbessern. Und zwar die ich anhabe. Die. Moment mal, geht das eigentlich, ob ich die anhabe? Dann zieht er sich doch aus, oder? So, und zwar die schwere Nomadenrüstung. Seht ihr? Hat ja geklappt. Cool. So, die ziehe ich am besten ganz schnell wieder an. Und die ist auf Platz 1 gekommen. Sehr schön. Dann Assassinen-Magier-Robe. Vielleicht kann ich die auch irgendwie verbessern. Rüstung verbessern. Moment mal. Assassinen-Magier-Robe. Hier, Assassinen-Robe. Okay. Hohe Assassinen-Robe 2. Okay. Jägerrüstung. Das weiß ich natürlich. Schwarz-Magier-Robe. Was ist das jetzt? Keine Ahnung, was ich nehmen müsste. Händlerkleidung. Meuchelmörder, Fingerschattenrüstung, Abenteuerrüstung. Boah, Alter, was sind hier nicht alle? Okay. Gut, dann bevor ich hier irgendwas verballere oder sowas, schreibt mir bitte in den Kommentaren, welche Robe, also hier Assassinen-Magier-Robe, was das in der Liste ist. Also ich habe Xardas alte Feuerrobe. Ja, okay, die würde ich nämlich auch ganz gerne verbessern wollen, liebe Leute. Ah, ich glaube, ich gehe erstmal eine Runde schlafen. Und dann geht's weiter zu, na, wie heißt denn nochmal? Mercurius. Hallo, Bett. Okay, gut. Dann sind wir ja ein bisschen ausgeruhter. Russland, hallo, hier hinten. Malev, Bruce, die konnten mir nämlich auch nur erzählen, so von wegen, dass sie was da unten wissen, dass die Orks nach Artefakten suchen und, ne, in der Mitte des Tals. Mercurius, welche Rezepturen habe ich jetzt alle Runensteine gefunden, kannst du mich ein... Nee, auch nicht. Manuel, weißt du noch was? Nö. Hm, wertvolle Pflanzen. Ich speichere mal ab. Ja, und wie gut, dass ich so aufmerksame Zuseher habe, wie zum Beispiel auch Taris, Nino Veritas und vor allem Alain Dufont, der kennt sich ja wunderbar mit dem Spiel aus, er hat es ja auch entwickelt, der gab mir nämlich, oh, bin ich jetzt hier richtig, Nemrosch. Ich sollte nämlich zu Nemrosch gehen, muss ich mal gucken, das sind Assassinen hier, bin ich, okay, das sind Assassinen, oh, schnell umziehen. Wo sind die Robis? Zack. Genau, richtig. So. Nemrosch. Nemrosch war immer in so einem wichtigen Gebäude. Denn das ist ja das, was gemeint ist. Hier Zugang zum Tal. Zum Tempel oder irgendwie noch sowas. So. Nemrosch, Herr Nemrosch hier. Ich soll dir von Shak Arosh ausrichten. Oh, was soll ich denn ausrichten? Moment. Lieber nochmal speichern. Denn, gucken wir nochmal ins Logiboggy unter Nemrosch. Ich habe dem Ork-Schaman Shak Arosh mitgeteilt, dass Nemrosch und seine Krieger Angst haben, in den Canyon hinabzusteigen. Ich soll Nemrosch sagen, dass er ein Feigling ist. Danach soll ich selber in den Canyon hinabsteigen. Das könnte gefährlich für mich werden. Nemrosch könnte... Ach so, der Canyon, okay. Das hat nichts mit dem Tempel von Tadmor zu tun. Nemrosch könnte mich nach dieser Beleidigung angreifen. Aha, wenn ich aber ohne das Artefakt oder einen Hinweis über dieses zum Ork-Schamanen zurückkehre, aha, wird mich Shak Arosh wohl töten. Oh, weia, dann bleibt mir wohl keine andere Wahl. Was mache ich? Da meine Mission noch nicht beendet ist, sollte ich zwar noch einen Kampf gegen die Orks vermeiden, aber... sicherheitshalber von meiner Sohn Canyon zu Mercurius gehen. Okay, das habe ich aber schon gemacht. Und die mitteilen, dass ich bereit bin, gegen die Orks vorzugehen. Vielleicht erfahre ich dort dann mehr. Ja. Was wichtig sein könnte. Dann werde ich, bevor ich ihn anspreche, mich mal ein bisschen hier distanzieren von diesen... Adepten, Assassinen, Leuten. Und dann mal eine Nomadenrüstung anziehen. Dann ist das gut. Und wo war nochmal? Genau. Nomadingas.
Sub. Mercurius ist hier und auf die Plätze, fertig. Was gibt's Neues? Ich habe jetzt... Kannst du mich heilen, handeln? Das ist doch Mercurius. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Nee, Mercurius war aufgeführt im Logbuch. So weit bekloppt ist jetzt aber auch. Okay, und dann werde ich mal hier wieder mal ein bisschen abseits gehen. Mich wieder umziehen. Und dann Nemrosch anplappern. Okay, dann habe ich wahrscheinlich schon mit Mercurius darüber geredet. Oh, weia. Ich soll dir von Chuck Arosch ausrichten, dass du ein großer Feigling bist. Was? Soll ich dir den Kopf abschlagen? Was wagst du, dreckiger Morrer? Steck deine Waffe weg, Nemrosch, sonst wird Chuck Arosch meinen Tod rächen. Ha, feiger Morrer. Du versteckst dich hinter dem großen Schamanen. Ich verachte dich. Wer ist nun der größere Feigling, hä? Du, denn ich werde jetzt in den Canyon hinabsteigen und nach Artefakten suchen. Was? Das willst du wirklich wagen, Morra? Klar, habe kein Problem damit. Ha. Du weißt ganz genau, dass man nicht in den Canyon hinabsteigen kann. Einer unserer Männer hat aus seiner Flucht eine Leiter mit in die Tiefe gerissen. Aha. Also, du Großmaul, wie willst du jetzt hinunterkommen? Ich mach mal was. Steintafel der Magie 3 erhalten. Perfekt. Nemrosch auch. Warte mal. Okay. Sehr gut. Dann kann ich nämlich die Steinplatte der Magie 3 lesen. Achso, bekomme Mana plus 6. Schade, ich dachte, ich könnte jetzt wieder hier auf mein magisches Wissen zurück, aber fehlen mir immer noch 2 Punkte. Ja, wie will ich das machen, hier hinabzusteigen? Ich habe ja. Moment mal, dann werden wir das mal probieren. Ich habe ja schon mal probiert, hier runter zu gehen, aber irgendwann geht es nicht mehr. Das heißt also, ich habe noch Blutfliegensprüchleins. Und dann werde ich mal gucken, ob ich da eventuell da runterkomme in den Canyon. So, ab hier ist dann. Hier ist dann Schulz. Ja, bevor ich das mache, gucke ich mal, wo kann ich am sichersten runter. Ich glaube da unten. Mal gucken, ob es wieder diese lustige Animation gibt. Nee, okay. Okay. Busch. Oh, stopp, da ist ein. Ah, da war so ein Zwischenanhang. Ah, okay. Erstmal gucken. Hier gibt's eine Leiter. Eine tolle Nummer. Alter. Mist. Bin ich echt hier in einem Dilemma. Also, entweder gehe ich mal ganz runter. Gucke mal, was es hier gibt. Hier gibt's auch eine Leiter, die da oben hochgeht. Blöd. Hier gibt es eine Leiter. Dann geht es auch da oben hoch, denke ich mal. Und ich glaube, das kann ich so machen. Alter Schwede. Und hier gibt es eine Leiter, die runtergeht. Gucken wir mal hier. Dann gibt es da eine Leiter. Okay. Hier sind ein paar Crawly-Ballys. Ah, die ist der senkrecht runter. Hier geht's eine Leiter. Wunderbar. So, erstmal hier. Machen wir hier einen Aufklärungsflug. Aber die sind ja alle mir feindlich gegenüber gesinnt. Ach du liebes Läuschen. Ich will mich wieder regenerieren. Was ist denn hier? Sackgasse. Okay. Ja, das war klar. Okay, dann brauche ich nur auf die Zwischenstufe zu gehen. Bum, 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 bum.
So, denn ist, so wie ich das überblickt habe, fehlt mir nur eine Leiter. So. Jetzt kann ich hier hoch und zu. So. Ja. Kann ich mich hier hochklären und gucken, ob da irgendwie was hier auf dem Zwischendeck. Zwischendeck, ja. Hier auf diesem Felsvorsprung was ist. Ob hier was liegt. Oder ob hier noch was ist. Ganz wichtig. Nope. So, bitte sehr, greift die Liane. Die Leiter, Roland, greift die Leiter, okay. Supi, dann haben wir, Moment, da hinten ist nichts mehr, dann haben wir hier noch eine Leiter. Oh ja, da geht's sehr tief runter, liebe Freunde. Oh. Okay. Na, das sollst du so nicht machen. Wieso kannst du nicht gerade runterspringen, wie eben? Oh, sonst noch was? Nein. Echt, ey. Ja, das riskiere ich nicht. Wie eben. Deswegen ganz runterklettern, ganz normal. Oh, die Zeit wieder. Auch hier. Komm, greif. Ja, das kann man ja riskieren. Schon wieder? Ich verstehe das nicht. Er ist zu dumm. Naja. Da versucht man ein bisschen hier. Oder ich werde mal hier ein bisschen wackeln. Das ist meistens auch ein bisschen rettend, dass er dann besser aufkommt. Ach, schaut einmal mal, guckt, da geht's auch noch irgendwo hin. Okay, dann haben wir hier so eine Zwischenetage. Wow, 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 wow. Die, was bringt die Zwischenetage? Hä? Moment. Okay. Oh. Erinnert mich an Süddeutschland. Breitachklamm. Gab's nämlich auch so schmale Felswege. Ich habe mal in Süddeutschland gewohnt und Hä? Ach, wie witzig! Jetzt bin ich im Kreis! Nee, ne? Also in Süddeutschland gewohnt. Ich pausiere mal. Also im Voralpenland, im Allgäu. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt gehen wir runter. Und da gab es dann halt eben, boah, das war richtig gruselig. Und die Gischt von dieser Breitach, dieser Fluss dort, der sich so über die Jahrtausende, würde ich mal sagen, oh, sind das viele Ratten, eingegraben hat. Ja, super geil. Die sind schon auf Lauer. Super klasse. Dann mache ich mal Folgendes. Wie will ich denn das schaffen? Jetzt sind wir wieder hier an der Stelle. Und was heißt das? Ich kletter nicht runter, sondern ich versuche erstmal mit meinem Bogen. Was nehmen wir denn mal? Nehmen wir mal am besten Feuerpfeil. Da habe ich ja noch sehr viele von. Versuchen bei dem Abstand einige Ratten zu erledigen. Hey, funktioniert ja. Funktioniert ja. Okay. Breakdancing Roland, Breakdancing Roland. Und unter mir sind natürlich auch noch welche. Das ist natürlich dull. Okay, ich mach das mal eben in Schnellversion hier weg. Okay, eine ist nur noch sichtbar. Die wird mich natürlich gleich anknabbern. Ihr seht ja hier das Blutbad. Ach, ich fängt da wieder so an. Okay. Der Vorteil bei diesen Ratten ist, die wollen ja mehr ihre Artgenossen vermampfen. Ich höre noch welche, aber ich sehe keine. Doch, da ist noch eine. So, da ist auch noch eine. So, dann looten wir die eben mal schnell. So, und noch eine. Dann hätten wir das. Moment, genau, das ist dann die letzte auf dieser Ebene. Wie es dann weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge.
bedanke mich, gebe einen Daumen, schreibe einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.